Hallo ihr Lieben, ich habe es ein bisschen romantisch gemacht hier, ein bisschen schön, ein bisschen düsterig für uns, denn heute geht's in die ewige Stadt nach Rom. Ja? Und kurz vorweg mal so ein Gedanke, die Leute unter euch, die selbst Kinder haben oder jüngere Geschwister oder sich ansonsten ständig kleine Kinder angucken, was ein bisschen creepy wäre, ihr konntet ja auf jeden Fall schon mal beobachten, dass sich die Welt dieser Kinder, die Manieren, die Art, wie man geht, spricht, immer an irgendwelchen Vorbildern orientiert. Hoffentlich an den Eltern, die super gut drauf sind und super nett. Aber man holt sich das auch sonst bei James Bond oder sonst wo. Formt sich der Charakter an Dingen, die man bei anderen Menschen schön findet. Und ich glaube ehrlich gesagt, sowas hört nie auf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass an diesem Abend, an einem lauen Frühlingsabend im März 2012, das bei mir ebenfalls so war. Enrico und ich gingen durch die römische Altstadt, nicht weit von der spanischen Treppe entfernt, und vor uns gingen ein Mann und eine Frau. Und die liefen eine Weile vor uns her und ich merkte, wie ich die beiden beobachtete, denn die waren sehr gut angezogen. Das roch gut, das Parfum, unaufdringlich, waren sehr schlank, hatten ein sehr, sehr schlaues Gesicht, der Mann, das weiß ich noch. So dichtes, angegrautes Haar und so in den Bewegungen und in dem Gang, das hatte sowas Filigranes, sowas, keine Ahnung. Irgendwie hat es mich beeindruckt und ich denke wirklich, dass mich so ein bisschen vielleicht die Art der Gang und auch im Endeffekt die Wahl des Lokals beeinflusst haben. Also dieses Pärchen läuft also vor uns in einen kleinen Laden, an dem kein Name stand, in der Via della Croce 76b. Und der Laden heißt Antica Enoteca. Jetzt ist es so, dass manche schreiben den Laden L'Antica Enoteca, also der. Und manche schreiben ihn sogar L'Enoteca Antica. Ich bleibe bei Antica Enoteca, denn das stand damals auch auf der Visitenkarte des Ladens. So, man kommt also in diesen vermutlichen Weinladen, kommt man also rein. Und direkt links sitzt so ein dicker Mann hinter so einer Scheibe und der kassiert das Geld. Der sitzt da nur, um das Geld zu kassieren. Und dann ist direkt vorne links ein bisschen weiter die Bar und dahinter sind sechs kleine Tische, wo jeweils, glaube ich, vier Leute ranpassen, bei manchen nur zwei. Aber sechs kleine Tische, mehr gibt es in dem Laden nicht. Und direkt auf der linken Seite, da wo die Tische stehen, ist die Weinkarte, große Weinkarte. Und als wir da drin standen in dem Laden, Henrik hat sich einfach irgendwie führen lassen, merkte ich, dass ich wirklich diesen Menschen hinterhergelaufen bin, weil ich vielleicht wollte ich gerne bei diesen Menschen sein, vielleicht wollte ich gerne sehen, wo Menschen, die sich so bewegen, reingehen. Und das war 2012 und wir waren 2015, meine ich, 2017, wir waren immer wieder in diesem Laden und wir haben uns immer zuerst an die Bar gesetzt. Ich weiß noch, das erste Mal an der Bar hatte ich ich hatte das erste Mal ein Gimlet, Henrike hatte ein Cosmopolitan und der Cosmopolitan kam auf so einem kleinen Stück Kunstrasen. Bis heute nicht verstanden. Vielleicht war das auch kein Cosmopolitan, dann kann mich hier jemand berichtigen, aber ich glaube, es war ein Cosmopolitan und der kam auf ein Stück Kunstrasen. Kann ich mir nicht erklären. Das zweite Mal und die letzten Male, in denen ich da war, habe ich immer einen knochentrockenen Martini getrunken, der so gut war. Der war wirklich so lecker. Der Barkeeper, jedes Mal, wenn wir da waren, hatte der Barkeeper gewechselt und ich erinnere mich nur noch an einen. Es war ein Schnacker und ein Poser, aber nichtsdestotrotz, der hat wirklich total gut gemixt. Das Essen war jedes Mal fantastisch und ich habe, seit wir das erste Mal da waren, nie bei TripAdvisor, bei Booking.com oder auf irgendeine Seite geguckt, wie Leute diesen Laden finden, weil möglicherweise hätte es mir das kaputt gemacht, wenn einmal mal jemand gesagt hätte,
die Pizza schmeckt nicht oder mir schmeckt irgendwas nicht, die Muscheln nicht, dann hätte ich das nächste Mal mich davon beeinflussen können und hätte vielleicht beim Biss in die Pizza gedacht, boah, hat er vielleicht recht, schmeckt die nicht. Und deshalb habe ich das nie gemacht. Das Essen hat mich nie enttäuscht. Das war immer, immer, immer wunderbar. Und ich hatte vor allen Dingen gedacht, wir fangen mit dieser Antike Enotheke an, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar keine Videos gemacht habe. Ich hatte nur Fotos. Die Fotos, die seht ihr ja gerade. Wen es interessiert, ich glaube, die wurden mit der Leica Q gemacht. Das seht ihr ja. Die schönen Fotos mit der Leica Q, die nicht so schönen Fotos wurden mit dem iPhone gemacht. So. Die Gorgonzola-Nudeln haben mich in ihren Bann gezogen. Die habe ich, glaube ich, jedes Mal gegessen. Ja, ich glaube, ich hatte einmal eine sehr fantastische Pizza. Die Stimmung war immer so, dass der Laden leer war, als wir reinkamen. Wir waren meist an der Bar. Und als wir so zum Tisch gegangen sind, hat sich der Laden langsam gefüllt. Und die Stimmung war, die war so gut und die erinnerte mich irgendwie so an einen guten alten Fellini. Ne? Italiener waren laut und haben gestikuliert, so wie man sich das vorstellt. Aber die Leute wirkten alle irgendwie so trotzdem unaufdringlich, gute Manieren, was seien es irgendwie alles Schauspieler und Theaterintendanten. Und es war so ein, man fühlte sich jedes Mal total gut und man hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass da so viele Touris drin sind. Ich weiß aber, dass der Laden nicht unbekannt ist und wahrscheinlich waren da auch ganz viele Touris, aber dann waren es die richtigen Touris, die sich nicht haben anmerken lassen. Also ich möchte euch den Laden in der Via della Croce 76b, Antiche Enoteca, ans Herz legen. Und wir haben diesen Laden entdeckt durch ein Pärchen, das uns beeindruckt hat, durch ihr Sein. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja mal da. Eine dicke Umarmung. Und bis zum nächsten Mal.